Liebe Freunde, die schriftliche Prüfung ist geschlagen, die Schlacht ist vorbei. Wie geht's weiter? So, Antwort natürlich mit der mündlichen Prüfung. Du solltest für die mündliche Prüfung lernen, selbst wenn du nicht sicher glaubst, dass du bestanden hast, was den meisten widerfahren dürfte. Ne? Nichts ist sicher im Leben, leider Gottes, aber du musst davon ausgehen, dass du bestanden hast. So, und dich also auf die mündliche Prüfung vorbereiten. Bam. Der Stil ist allerdings ein anderer. Du musst dich in anderem Stil vorbereiten auf die mündliche Prüfung. Und zwar die Themen natürlich aus den einzelnen Fächern weiterhin wissen, aber sie im Zusammenhang darstellen können. Du musst also nichts Konkretes ausrechnen. Du musst nicht in die absolute Tiefe gehen, anders als bei der schriftlichen Prüfung, sondern du musst Zusammenhänge darstellen können, beschreiben können. Beispielsweise hier, was sind Rechnungsabgrenzungsposten? Transitorische versus antizipative Rechnungsabgrenzungsposten. Ne? Wo ist da der Unterschied, wo ist der Zusammenhang? Natürlich Dinge aus dem Anlage- und Umlaufvermögen hier darstellen. Was ist mit dem strengen Niederswertprinzip handelsrechtlich, steuerrechtlich? Wie sind da die Sachen? Außerdem natürlich beim Fremdkapital den Unterschied zwischen Rückstellungen und Verbindlichkeiten darstellen. Das sind wichtige Sachen, die du hier in der mündlichen Prüfung sauber etablieren können solltest, breitlegen können solltest. Ne? Genau, also wichtig ist, dass du, hier soll ja die soziale Kompetenz auch abgeprüft werden, nicht nur die fachliche Kompetenz. Wichtig ist also, dass du die Zusammenhänge darstellen kannst in der mündlichen Prüfung. So, bei Fragen dazu einfach in die Kommentare schreiben. Außerdem darfst du raten, wo ich gerade bin. So sieht's aus. So nur so und nicht anders.